Guten Morgen und herzlich willkommen. Es ist heute Dienstag, der 3. Dezember und vielleicht war gestern einer der wichtigsten Tage im Jahr 2019. Wir haben ziemlich Action am Markt gesehen und die wollen wir uns jetzt im S&P genauer anschauen und schauen, was das bedeutet. Also, wir haben, wenn wir uns den S&P angucken, gestern hier diesen Abverkauf gesehen. Wenn wir genau hineinschauen, dann sehen wir hier, dass es morgens sozusagen nochmal ein neues All-Time-High in der Nachtsitzung gab und danach dann einen ziemlichen Abverkauf. Das resultiert dann in einem sogenannten Day-Reverser. Das heißt, wir drehen an der Spitze, also neues All-Time-High, und dann dreht der Markt hier entsprechend nach unten ab. Das ist allerdings nur, wenn wir den S&P hier mit der Nachtsitzung uns anschauen. Wenn wir hier in den Dow Jones gehen zum Beispiel, sehen wir, das All-Time-High wurde schon vor Thanksgiving erreicht. Das ist aber auch nicht so wichtig, weil das nur wirklich technische kleine Feinheiten sind und hier nicht eine wirkliche Rolle spielt. Es spielt auch keine Rolle, dass wir einfach wieder im Hintergrund eine Zuspitzung im Handelskonflikt sehen und das dann wieder als Entschuldigung herhält. Ihr kennt, wenn ihr den Live-Trading-Raum schon ein bisschen länger zuhört, unsere Philosophie. Punkt 1. Nachrichten machen nicht die Kurse, sondern Nachrichten werden im Nachhinein benutzt, um Kurse zu erklären. Die Kurse selber entstehen tatsächlich aufgrund von Stimmung und die Stimmung an der Börse ist einfach umgeschlagen. Und das ist genau der Punkt oder das ist das, was wir suchen. Wir suchen Situationen, an denen die Stimmung an der Börse umschlägt. Sei es, wie hier unten, vom Negativen ins Positive, sei es eventuell, wie wir es jetzt hier oben sehen, vom Positiven ins Negative. Weil das sind dann sozusagen die Punkte, wo neue Trends und vielleicht auch extreme, größere Bewegungen denn entstehen. Unsere Philosophie, also Nachrichten machen nicht die Kurse, sondern es sind tatsächlich Stimmungen hier und die Stimmungen haben sich geändert. Gucken wir jetzt mal auf den S&P. Wir haben den S&P ja sozusagen in diesem Aufwärtstrend gehabt, der hier gestern gedreht hat. Und wir haben gestern, die Besonderheit an diesem Tag war ein sogenannter doppelter ATR-Tag. Doppelte ATR-Tage sind Tage mit außergewöhnlich starker Schwankung gegen den vorherrschenden Trend. Das ist wichtig, dass sie gegen den vorherrschenden Trend sind und sind häufig ein Signal, dass nach diesen doppelten ATR-Bewegungen mehr folgt. Das heißt, dass sozusagen der Markt dann hier entsprechend weiter in die Richtung des doppelten ATR-Tages fällt bzw. dann auch entsprechend geht. Gucken wir mal uns an, wenn wir uns den S&P hier mal aufrufen, folgendermaßen, das war nicht das, was wir gesucht haben, wir suchen den doppelten ATR-Tag, da habe ich ihn, eine Sekunde. So. Gucken wir mal, wo haben wir in 2019 doppelte ATR-Tage gefunden? Es war hier unten entsprechend das Kaufsignal, perfektes Kaufsignal gewesen. Und dann kamen tatsächlich hier zwei Fehlsignale. Sehen wir hier ganz gut. Fehlsignal Nummer 1 hat den Markt in eine Position gebracht, an der es richtig hätte losgehen können. Wir sehen das hier in diese Kerze mit dem roten kleinen Pfeil und großen blauen darüber. Das Signal hat tatsächlich nicht funktioniert. Ein paar Monate später, also genau sozusagen 2 Monate später, im Oktober, kam das nächste Signal, wiederum ein Fehlsignal. Und jetzt befinden wir uns nochmal 2 Monate später und haben wieder dieses doppelte ATR-Signal, diesmal aus einer etwas besseren Position als vorher, weil wir vorher schon in der Bewegung, in der Beschleunigungsbewegung waren. Jetzt, ähnlich wie hier unten das Kaufsignal, sind wir jetzt hier oben beim Verkaufssignal in der Nähe des Tops. Bietet 2 Vorteile. Das im Top des ATR-Tages ist sozusagen die Linie im Sand. Bedeutet, das ist der Punkt, an dem entsprechend man hier das Signal wieder ins Gegenteil auflöst. Also sollte der Markt da drüber gehen, wäre dieses tatsächlich ein Fehlsignal. Solange wir aber da drunter sind, ist das erstmal ein positives Signal. Das zweite, was mich hier extrem bedenklich stimmt, ist unser Super-VIX-System. Wir haben ein System auf den VIX laufen, ich nenne das Super-VIX-System, was relativ frühzeitig Signale schmeißt
und sehr wertvolle Verkaufssignale gibt. Das ist ein System, was ausschließlich auf der Verkaufsseite arbeitet, also nur Verkaufssignale, gibt keine Kaufsignale. Und wir sehen zum Beispiel hier letztes Jahr im Jahr 2018 gab es dieses Super-Wix-Signal am 29. Januar, also vor dem großen Abverkauf hier am Markt, also genau rechtzeitig. Auch hier dieses Wix-Signal hier hat immerhin noch eine relativ große Korrektur ausgelöst. Wir sehen, es gab im Jahr 2018 zwei sogenannte Fehlsignale, die tatsächlich nicht wirklich zu großen Korrekturen führen. Alle anderen Signale haben mehr oder weniger größere Korrekturen nach sich gezogen. Also hier diese kleinere Korrektur ist eher im unteren Bereich der Signalqualität zu sehen. Aber das erste Signal in 2018 und das letzte Signal in 2018, nämlich hier am 5. Oktober, hat nochmal rechtzeitig darauf hingewiesen, hier steht Großes bevor. Im Jahr 2019 haben wir dieses Signal bis jetzt viermal gesehen. Das erste Mal am 1. Mai 2019, also auch hier ein wirklich tolles Signal. Wir sehen, es hat genau hier am Tag des Tops sozusagen ein Signal produziert und die Korrektur war eine deutliche Korrektur, die der Markt eingeschlagen hat. Dann kamen allerdings wiederum zwei Signale mit nicht so guter Signalqualität. Hier im August haben wir im Prinzip den Tag vor dem Tief das Signal bekommen und im September, am 29. September, hier nochmal ein Signal, was sozusagen eher das Ende der Abwärtsbewegung ist. Aber wir wissen, bei vielen Systemen oder bei jedem System ist es so, nicht jedes Signal ist positiv, aber das Tolle am Super-Wix-System ist, dass es sehr häufig geneigt ist, wirklich die Tops gut zu identifizieren. Und wenn wir in der Vergangenheit zurückgucken, haben wir hier das Top-Signal, hier ein Top-Signal, hier ein Super-Signal gehabt. Ja, es gab auch Signale mit minderer Qualität, aber hier heute, eben gestern, kam dieses Signal vom Super-Wix-System und das hat hier eben entsprechend einen Verkauf geliefert und das in Kombination mit diesem doppelten ATR-Tag. Damit ist die Situation im S&P sozusagen auf höchste Alarmstufe gestellt, weil wir wissen, dass wir letztendlich diese Aufwärtsbewegung hier im S&P vor allem einer Sache zu verdanken haben, nämlich einer sogenannten Fear of Missing It Out Rally, also einer FOMO Rally. Viele Marktteilnehmer sind hier nochmal reingestürmt, die das ganze Jahr über lang nicht geglaubt haben, dass der Markt nach oben geht und plötzlich, oh, wir gehen Richtung neue All-Time Highs, oh, wir sind über neuen All-Time Highs, wir müssen kaufen. Diese Fear of Missing It Out Rally führt meistens dazu, dass wenn die Marktteilnehmer, die dann wirklich hier Angst hatten, etwas zu verpassen, dass das sehr schwache Hände sind. Das heißt, dass die sehr sich leicht auch wieder abschütteln lassen, wenn entsprechend der Markt nach unten geht. Das ist Punkt 1. Punkt 2 aber, und das setzt sich hier eben Ende September ab, und es ist ein ganz wesentlicher Faktor, auf den wir jetzt zu sprechen kommen. Punkt 2 ist ein neues Notenbankprogramm, was angeblich aber kein Notenbankprogramm ist. Also ihr seht schon diese Verrücktheit da drin, dass jeden Tag 75 Milliarden US-Dollar von der amerikanischen Notenbank in den Geldmarkt, in den Repromarkt gepumpt werden, weil Ende September hier, als das letzte Signal kam, wir ein Problem letztendlich hier am Repromarkt gesehen hatten, beziehungsweise ein Problem am Repromarkt entstand. Die Zinsen am Repromarkt sind von 2% auf 10% nach oben gegangen und nur mit massiven Eingreifen der Zentralbank konnte die Situation beruhigt werden. Aber jetzt, und das müssen wir uns vorstellen, die Zentralbank pumpt 75 Milliarden Tag für Tag in den Repromarkt. Und die Fed Fund Targets liegen unter 2%, 1,75%. Und wenn wir jetzt aber auf dem Repromarkt schauen, wie werden entsprechend die Zinsen erwartet oder gehandelt fürs Jahresende, dann liegen sie bei 3%, also deutlich über dem, was die Fed sich hier eigentlich vorstellt und was sie sich wünscht. Der Markt ist also immer noch in einer Alarmstimmung und das, obwohl er unter, ich sag mal, medikamentöser Zugabe der FED ja eigentlich hätte sediert und ruhig gestellt werden sollen. Dennoch hat der Repromarkt hier, steht hier unter extremer weiterer Anspannung und gerade das Jahresende ist immer eine Situation, wo Banken entsprechend nochmal Liquidität benötigen und Firmen. Wir kommen zum Quartalsende genauso, wie wir im September in so einer Situation gekommen sind und dem vorausgegangen ist jetzt eben schon ein großes Notenbankprogramm, was nicht wirklich die Situation so beruhigen konnte. Sie hat natürlich
für eine Abschwächung gesorgt, aber wir sehen hier, es knirscht einfach im System. Es knirscht in diesem Rettungssystem, was hier jahrelang gefahren wurde. Und das können wir eben jetzt auch ganz wunderbar uns anschauen, wenn wir uns hier mal eben nicht auf den S&P konzentrieren, sondern wir könnten jetzt gestern uns die T-Bonds anschauen. Ich mache jetzt mal alternativ hier den Bund Future eben drauf. Das heißt also, wie hat sich hier der Zinsmarkt gestern entwickelt? Anstatt, dass wir gestern sinkende Zinsen gesehen haben, das heißt eine Flucht aus dem Aktienmarkt in den Bondmarkt, das typische Zeichen, was wir eigentlich in der Vergangenheit gesehen haben, haben wir sowohl in den T-Bonds als auch im Bund Future gestern eher stark steigende Zinsen, also fallende Kurse an diesen Märkten gesehen. Was sich einreiht hier in diese Bewegung von den fallenden Hochs und Tiefs. Ihr wisst, wir hatten in den letzten Tagen immer von einer möglichen Bodenbildung hier gesprochen. Diese Bodenbildung im Bund Future hat auch noch die Chance. Wir sind hier immer noch an einer Situation, wo noch die Chance auf Rettung sozusagen da ist. Aber ich will auch direkt eins betonen. Das hier ist sozusagen die letzte Haltestelle vor der großen Zinswende. Sollte der Markt hier diese Tiefs hier unterschreiten, dann ist für mich das Szenario, was wir auch in mehreren Videos ja auf YouTube und in unseren Marktkommentaren beschrieben haben, Wirklichkeit, nämlich dass wir die Zinswende vollzogen haben. Und wie wir immer betont haben, hat das nichts mit den Zentralbanken zu tun, sondern mit Angebot und Nachfrage. Und das würde sicherlich auch massive Effekte auf den Aktienmarkt auswirken. Denn wenn wir plötzlich, nachdem wir jahrelang einen steigenden Hebel am Aktienmarkt gesehen haben, durch Fremdfinanzierung, durch Aktien, fremdfinanzierte Aktienrückkäufe, durch billiges Geld getriebene Marginkäufe und dergleichen, wenn wir plötzlich hier sehen, dass die Zinsen schnell und stark ansteigen, wäre das sicherlich eine absolute problematische Situation, insbesondere weil der Aktienmarkt nicht günstig bewertet ist. Also, wir stehen hier tatsächlich an einer Stelle, wo es auf eine Zuspitzung hinausläuft. Jetzt muss ich in all dieser Aufregung natürlich dazu sagen, das ist ein Knirschen im System. Ob das Ganze dazu führt, dass das auseinanderbricht, wird dann letztendlich der Markt und die Zukunft entscheiden. Und auch da haben wir keine Kristallkugel. Für uns ist es immer wichtig, dass wenn wir solche Situationen sehen, darauf vorbereitet sind. Das heißt, also wenn ich euch nochmal entsprechend auf den Chart hinweise, den wir uns angeschaut haben, eben, ja, dann, hier, wenn wir so ein Signal bekommen, so wie hier letztes Jahr im Februar, so wie letztes Jahr im Oktober, dass wir vorbereitet sind, dass es hier auch eventuell mal eine größere, wenn nicht vielleicht sogar sehr kräftige Kursbewegung nach unten geben kann. Ich würde damit weichen wir von dem ab, was oder von unserer Einstellung, die hat sich sozusagen über Thanksgiving komplett gedreht. Wir hatten bis Thanksgiving den Markt aufwärts gesehen, aus gutem Grund. Jetzt blasen wir hier genau in die Gegenrichtung und sagen, dieses Signal kann nur aufgehoben werden, sollte es dem Markt gelingen, hier neue Tops zu machen. Das heißt allerdings, gegen die Tops im Aktienmarkt sind sozusagen Short-Positionen hier einzunehmen. Ich zeige euch nochmal den Volatilitätsindex, also den sogenannten VIX-Index. Der hat gestern hier eben mit diesem Anstieg ein Verkaufssignal im Aktienmarkt produziert. Wir kommen hier von fast den Jahreslows. Wir haben so niedrige VIX-Stände haben wir nur mal im April gehabt, wovor dann hier auch die größere Korrektur im Mai kam. Und die Größenordnung der Korrektur hängt eben ganz davon ab, wie geordnet die Verkäufe ablaufen, also wie die Größenordnung im Aktienmarkt. Jetzt schauen wir mal auf den DAX, der natürlich nicht ohne den S&P oder der sich ja anstecken lässt vom S&P. Wir haben im DAX gestern auch diesen Tag hier gesehen. Dieser Tag ist auch erstmal ein klassisches Verkaufssignal, weil wir eben auch hier im DAX den Markt deutlich nach unten hatten und in Kombination eben mit dem S&P zusammen bietet das einfach hier oder was heißt bietet, ist das Ganze eben einfach negativ zu sehen, ist das Ganze eben hier ein klassisches Verkaufssignal. So, damit auch hier die Linie im Sand, hier oben diese Tops im DAX
Und Rücklauf an diese Tiefs, was wir jetzt heute Morgen sehen hier, ist dann eventuell eine gute Einstiegsmöglichkeit auf der Short-Seite. Generell ist es häufig so, dass nach solchen starken Tagen, also Abwärtstagen, erstmal eine kleine Phase der Beruhigung eintritt. Ob diese Beruhigungsphase aber nur wenige Stunden, einen Tag oder vielleicht auch eine halbe Woche dauert, das kann man nicht sagen. Was wir sagen können, ist, dass wir hier Verkaufslevel 1 haben, dass wir hier den Verkaufslevel 2 haben im DAX und dass der Stopplevel hier oben ist. Und was wir auch sagen können, ist, dass wenn das Verkaufssignal gut ist, wahrscheinlich die ersten Kursziele hier unten im Bereich von 12.400 anzusiedeln sind, also weil das hier die Mega-Support sind. Und je nach Situation am US-Markt wir durchaus auch die komplette Aufwärtsbewegung, also diese 1000 Punkte, die wir hier seit August gesehen haben, im Markt wieder rückgängig machen können. Also Abwärtspotenzial ist hier auch da. Wie setzen wir solche Situationen um? Dadurch, dass wir hier eine unmittelbar relativ schnell starke Kursbewegung erwarten, lohnt es sich in solchen Situationen auch mit Optionen entsprechend zu agieren. Also mit Optionen, Verkaufsoptionen auf dem Markt zu agieren, gleichzeitig eben hier auch weiterhin im Future natürlich jetzt auf der Short-Seite agieren. Wie sieht es aus im Euro-US-Dollar? Euro-US-Dollar hat hier für uns immer noch ein relativ interessantes Phänomen. Wir haben, wenn wir uns den Euro-US-Dollar angucken, sehen wir natürlich, ja, wir sind in einem Abwärtstrend. Wir können das hier mit dieser Linie mal symbolisieren. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Trendlines, weil Trendlinien immer auffächern. Wir können trotzdem hier diesen Widerstand, den können wir auch aus den Markthochs und Tiefs hier raus ausfindig machen. Für uns besteht aber meines Erachtens eine gute Chance, dass wir hier wieder erwarten, was für viele Marktteilnehmer auch eher eine Überraschung ist, einen Anstieg im Euro und einen fallenden US-Dollar sehen. Die Situation in den USA ist längst nicht mehr so stabil, wie sie es noch vor ein paar Monaten war. Und während im Euro viele schlechte Nachrichten eingepreist sind, ist im US-Dollar das eben noch nicht der Fall. Und wir müssen Währungspaare immer relativ sehen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, naja, okay, die Situation, wenn es in den USA geht, geht es Euro auch schlecht, ist das natürlich logisch. Aber, also geht es der Eurozone relativ schlecht. Aber wir müssen sehen, dass in der Eurozone schon viel eingepreist haben. Im USA ein optimistisches Szenario, sodass hier tatsächlich Raum besteht im Euro-US-Dollar für eine Erholung im Euro. Der Chart gibt im Moment weder eine massive Long- noch eine massive Short-Spekulation her. Das heißt, dafür muss hier mehr passieren. Es ist auch nicht unser Favorite-Markt. Das Fokus wird liegen jetzt im Moment, was machen die Zinsmärkte, was machen die Aktienmärkte. Nur man sollte eben darauf vorbereitet sein, hier sollte es dem Markt gelingen, diesen Widerstand hier nach oben hin zu knacken, dass wir relativ auch hier schnell eine Beschleunigung mal in einer Reaktion, zumindest bis in den Bereich von 1,1375, vielleicht auch 1,15 sehen können. Also ihr seht, normalerweise zum Jahresende geht so ein bisschen die Stimmung aus dem Markt häufig raus. Hier ist jetzt mit dem gestrigen Tag ein interessanter Punkt gesetzt worden, der nochmal volle Konzentration erfordert, der auch nochmal Signale produziert hat. Wir wollen in den Live-Training-Räumen diese Signale jetzt natürlich diese Woche und heute umsetzen. Das ist unser Ziel, bedeutet hier im S&P und DAX gute Einstiegsgelegenheiten auf der Short-Seite zu finden und im Bund schauen, wird jetzt hier eventuell mit einem neuen Tief eine Trendwende in den Zinsmärkten bestätigt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Woche weiterbringt. Freue mich aufs Trading. Bis dann, bye bye, euer Birger.